Die 2 Business wird Ihnen präsentiert von der Andreas Hofer Apotheke in Innsbruck. Ich glaube, ich habe draußen in der Apotheke so ein starkes Medikament noch gar nicht in der Hand gehabt. Da bin nicht nur ich, sondern logischerweise auch der Patient, plus dem Arzt dazu baff, was denn so möglich ist mit Ernährungsumstellung mit 14 Tagen. Das ist ja in Relation für die Jahrzehnte, die man da so dahin geschludelt hat, nix. Die 2 Business, heute mit Barbara Reiter und Magister Jakob Monka. Wenn Jakob Moncher über Leberfasten spricht, hört man sofort die Begeisterung, die das Thema bei ihm auslöst. Im Innsbrucker Stadtteil Wilten führt er die Andreas Hofer Apotheke, die sich seit mehr als 110 Jahren im Besitz seiner Familie befindet. Dort betreut Magister Moncher seine Kunden nicht nur als Apotheker, sondern auch als Ernährungsexperte. Cholesterin- und Blutdruckwerte zu verbessern, ist für ihn nicht vordergründig eine Frage der richtigen Medikation, sondern eine Frage der richtigen Ernährung. Und ein fester Wille ist beim Leberfasten auch nicht zu unterschätzen. Das Ergebnis für Körper, Geist und Seele ist allerdings verblüffend. Und es lässt purzelnde Kilos zu einer schönen Nebensache werden. In diesem Podcast wird uns Magister Jakob Moncher erzählen, wie jeder von uns in nur 14 Tagen sein Leben von Grund auf verändern kann. Doch zuerst ist es einmal wichtig zu wissen, was die Leber kann, wofür wir sie brauchen und woran wir erkennen, dass auch sie einmal Urlaub nötig hat. Viele kennen die Leber als Entgiftungsorgan. Das ist so die meisten Menschen bewusst. Wenn du die Frage stellst, was sind die Aufgaben der Leber, dann kommt ja Entgiften, Alkohol, Medikamente. Dass die Leber aber auch ein zentrales Stoffwechselorgan im Körper ist, also zuständig für praktisch alle Vitalfunktionen, das wissen dann schon weniger Menschen. Und man kann sich gut vorstellen, wenn diese Funktionen, aus welchen Gründen auch immer, also so beleidigte Leberwurst, ja, auf gut Deutsch, ja, dann kommt der ganze Stoffwechsel ins Stottern. Und da setzt jetzt das Leberfasten nach Dr. Wurm ein, weil man durch eine 14-tägige spezielle Kur schon die Leber durch diesen Urlaub, den man der Leber gönnt, sehr viele regenerative Prozesse starten kann. Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Die Leber weint mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit. Die schmerzt nicht. Wenn jemand eine Leberentzündung hat, der kommt ja nicht von da bei der Tür raus. So ist der Antrieb reduziert. Die wenigsten Menschen bringen ihre Müdigkeit, ihre Lustlosigkeit, ihre Antriebslosigkeit mit der Leber in Verbindung. Wir sehen aber nach relativ schneller Zeit, dass Vitalität und Leistungsfähigkeit sich dann wieder breit machen und die Menschen sich pudelwohl fühlen. Was sind denn das für Menschen, die für so eine 14-tägige Kur in Frage kommen? Sind das jetzt nur Menschen, die sehr ungesund leben, die sehr dick sind? Was würden Sie sagen, wen könnte es betreffen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Grundsätzlich oder sehr, sehr häufig wird immer das Gewicht oder das Übergewicht ins Spiel gebracht. Ich habe die und die Probleme, ich habe keinen Antrieb mehr oder mein Blutdruck, ja, nimm ab. Es ist immer so das Gewicht im Fokus, ja. Aber es gibt ja auch sehr viele schlanke Menschen, die sind nicht übergewichtig. Die haben einen Body-Mass-Index zwischen 20 und 25. Wenn man damit den Begriff was anfangen kann, das ist normalgewichtig nach Definition. Haben aber trotzdem Probleme. Diabetes, der Zucker ist ein bisschen hoch, der Cholesterinspiegel ist ein bisschen hoch, fühle mich auch nicht ganz so wohl, der Antrieb ist gestört. Ja. Das gibt es bei den schlanken Menschen ja genauso. 14-15% der schlanken Menschen haben auch das Problem. Also es ist nicht per se das Gewicht das Thema, sondern das Problem ist, wie verteilt sich mein Fett im Körper? Wo sammelt sich es Fett an? Normalerweise gehört es ja unter die Haut, subkutan, da können die Damen ein Lied davon singen, aber da hat es die Natur vorgesehen, wenn sich so am Po und an die Hüften, das ist vielleicht kosmetisch auch nicht ganz so prickelnd für die betroffene Dame, aber da stellt es wenigstens am Stoffwechsel nicht viel an. Verirrt sich aber das Fett in die Bauchhöhle hinein, dort wo die Organe sind, die Leber, die Bauchspeicheldrüse, die Nieren und Co., ja, dann wird es zum gesundheitlichen Problem, weil wenn diese Organe alle in Fett gebadet sind, dann kann man sich vorstellen, dass sie ihrer Aufgabe, ihrer Stoffwechselleistung nicht nachkommen können. Das heißt, es ist aber nichts verloren, man kann Schritte setzen, um das Ganze wieder rückgängig zu machen. Das ist ja die frohe Botschaft des Tages sozusagen. Es kommt ja kein Mensch mit einer Fettleber auf die Welt. Die erwirbt man sich im Laufe des Lebens. Bei den meisten Menschen durch eine Fehlernährung, durch eine falsche Ernährung, also viel zu viel Kohlenhydrate bei gleichzeitigem Bewegungsmangel. Das ist bei 80% der Menschen so. Alkohol,
führt natürlich auch zu einer Fettleber. Das Problem meiner Kunden oder Patienten ist, die kommen ja wegen ihrer nicht alkoholischen Fettleber, stehen aber immer, wenn das Thema Leber fällt, ja, im Eck des zu viel Alkoholgebrauches oder Missbrauches, ja, aber viele trinken nicht einmal einen Tropfen Alkohol und haben trotzdem eine Fettleber, weil es eben vom Essen kommt und nicht von Alkohol. Wenn einmal bei den Damen die Taille, ja, so über 88 cm sich ausbildet und bei den Männern über 102 cm, kann man selber daheim natürlich machen, mit dem Maßbandel einmal messen, also nicht im Bauch, sondern die Taille, so zwei Finger breit über Nabel. Und wenn man diese Parameter wie die 88 cm bei den Damen und die 102 cm beim Mann sich vorknöpft, dann kann man es schon sehr selber ein bisschen abschätzen. Ja. Gerade wenn auch noch der Cholesterinspiegel erhöht ist, gerade wenn noch vielleicht der Blutdruck schon ein bisschen erhöht ist, ja, dann liegt schon der Verdacht nahe, dass die Leber ihr Fett abbekommen hat und dann besteht eigentlich Handlungsbedarf. Angenommen, ich würde jetzt dieses Maßband, das da vor uns liegt, auf Ihrem Tisch nehmen und mich abmessen und es wäre über 88, was meine Taille betrifft. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen erhöhtes Cholesterin und weiß jetzt, so, ich sollte Leberfasten. Und ich komme dann zu Ihnen und sage, das ist mein Wunsch. Mhm. Wie geht es dann weiter? Also wenn Sie sich entscheiden dafür, und das ist für mich immer wichtig, dass die Menschen ein persönliches Motiv haben. Zu sagen, das hat die Freundin auch gemacht und das hat ihr recht gut gemacht, das ist für mich noch ein bisschen zu wenig persönliches Motiv. Man spürt es ja selber, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich mich nicht mehr anschauen kann, ja, wenn ich die ganze Zeit nur an meine Klamotten zupfen anfange, wenn ich schlecht schlafe, wenn ich lustlos bin, wenn ich antriebslos bin, dann soll ich jetzt noch Medikamente schlucken gegen dieses und jenes, ja. Dann ist der richtige Moment gekommen, um diese 14 Tage im Terminkalender zu finden, wo nichts ist. Weil viel kannst du ja nicht machen, dann, wenn die Kur läuft. Ja. Und das geht natürlich am besten, wenn ich ein persönliches Motiv habe. Ich schicke alle meine Kunden, Patienten, wie man so will, immer zuvor zu ihren Ärzten des Vertrauens. Gerade wenn es um Blutdruck geht, Cholesterinspiegel geht, Zuckerspiegel geht, Harnsäure, Gicht etc. Und dann kommen die Menschen zu mir. Dann misst ihr mal, wie verteilt sich denn das Fett im Körper? Sehen wir da nach Algorithmen eine Wahrscheinlichkeit, wie es mit der Leber ausschaut, wie es mit dem Stoffwechsel ausschaut? Und vor allem ist immer wichtig, was passiert nach 7 Tagen, nach 14 Tagen, nach 3 Wochen? Wie erholt sich mein ganzes System? Wie erholt sich meine Leber und somit mein ganzer Stoffwechsel? Ein persönliches Motiv für eine Fastenkur zu haben, ist also ein wesentlicher Beitrag zum Gelingen. Für die meisten Menschen gilt Fasten als Synonym für Essensreduktion. Bei genauerem Hinsehen geht es aber um etwas, das viel, viel tiefer geht. Aus eingefahrenen Verhaltensweisen auszusteigen. Jakob Moncher weiß, wie das am besten funktioniert und klärt auf, was Leberfasten von anderen Fastenkuren unterscheidet, warum niemand dabei Hunger leiden muss und warum auch Menschen, bei denen die Kilos an Hüfte und Bauch zu kleben scheinen, im Leberfasten einen kongenialen Partner finden. Eines steht fest, die Taille der Damen wird modelliert, der Bauch bei den Herren schwindet. Bessere Aussichten könnte es für den Sommer wohl kaum geben. Der tiefe Sinn des eigentlichen Fasten ist ja, dass man Gewohnheiten durchbricht. Die kennen wir alle. So, jetzt komme ich heim, jetzt habe ich mir mein Bierl verdient, jetzt habe ich mir mein Schokolade verdient. Das tangiert uns ja alle, dass man mal durch Fasten prinzipiell diese Routinen durchbricht. Ob das jetzt mit einem FX Meier ist, ja, ob das jetzt, ja, das sei jetzt einmal dahingestellt. Meier beispielsweise ist ja der Darm, deswegen gibt es beim Meier sicher keinen Kaffee. Der Kaffee des Fastenden ist nach Meier der Rosmarin-Tee. Beim Dr. Wurm nach dem Konzept, die Leber kann mit Kaffee schon viel mehr anfangen. Also die Polyphenole aus dem Kaffee stimulieren ja die Leber, auch in ihren regenerativen Bestrebungen. Deswegen gibt es beim Leberfasten am Morgen oder am Tag schon die ein oder andere Tasse Kaffee. Und das sind die feinen Unterschiede. Der große Unterschied liegt schon im Organ. Wie fast die? Ist es der Darm, dann ist da was anderes gemeint, wie beim Leberfasten. Obwohl man es nicht ganz strikt natürlich trennen kann. Der Darm ist ja der Bodyguard von der Leber. Also alles, was wir bewusst oder unbewusst schlucken, landet im Darm. Und wenn es nicht aufgenommen wird durch die Darmschleimhaut, dann landet es ja wieder im Gemach außerhalb des Körpers. Also es muss aufgenommen werden. Und alles, was durch die Darmschleimhaut aufgenommen wird, landet im nächsten Schritt in der Leber. Funktioniert der Darm nicht, bekommt natürlich die Leber die ganze Breitseite ab. Deswegen
ist es schon auch immer zu hinterfragen, wenn man das aus ganzheitlicher Sicht heraus betrachtet. Wie geht es deinem Darm? Gibt es Unverträglichkeiten? Hat sich da was breit gemacht? Es ist schon ein enges Zusammenspiel zwischen Darm und Leber. Und deswegen versuchen wir ja dann mit unserem Präparat die löslichen Ballaststoffe, die da drinnen sind, das ist ja nicht nur für die Leber, sondern natürlich auch sehr intensiv für den Darm gedacht, um da beide zentralen Organe zu stärken. Jetzt könnten viele Leute sagen, da kriege ich wahrscheinlich ganz wenig zu essen, vielleicht bin ich zu schwach dann und vielleicht noch anfälliger für Krankheiten. Vielleicht können Sie kurz erklären, wie dieses Fasten abläuft und was man da auch zu sich nimmt. Natürlich ist es eine restriktive Diät, eine restriktive Kur, aber es geht bei uns immer ums Essen. Fasten heißt ja nicht nichts essen, das glauben wir viele. Im Wesentlichen geht es darum, solange ich meine Insulinspiegel tief halten kann, kann ich fasten, auch wenn ich was zu mir nehme. Also das heißt nicht, dass ich nichts essen kann. Und genau das ist bei uns das zentrale Thema. Beim Leberfasten nach Dr. Wurm kann man ja in den 14 Tagen aus dem Gemüsegarten essen. Die Rezepte kommen von uns. Ob das jetzt ein Champignon-Pfandl ist, ob das jetzt ein gefüllter Champignon ist, ob das jetzt ein Kohlrabi-Karottengemüse ist, ob das jetzt für die Büroleute einfach aufgeschnippeltes Gemüse ist mit einem Dip dazu. Also es geht um Essen und es geht auch um variantenreiches Essen. Die Rezepte kommen ja von uns. Und wichtig sind unsere drei Drinks, leberaktive, proteinreiche Drinks am Morgen, Mittag und am Abend. Da steckt alles drinnen, was die Leber braucht, und zwar auf natürliche Art und Weise. Das Geheimnis von diesem HepaFast, wie das Produkt heißt, ist eigentlich die Zusammensetzung. Viele glauben nur, weil das eine grüne Dose ist, ah, das kenne ich schon, da war die Nachbarin einmal so da, die wollte mir das auch schon. Das hat damit nichts zu tun. Und das Wesentliche an dem HepaFast ist die Zusammensetzung und da steckt viel drinnen, praktisch alles, was die Leber braucht, um sich in die 14 Tage regenerieren zu können. Da stecken aber auch mit dem Beta-Glucan, das ist der lösliche Ballaststoff aus dem Hafer. Das ist das wahre Wunderding. Das ist wirklich das zentrale Geheimnis. Deswegen ist ja da auch der Hafer abgebildet. Und das ganze Leberfasten kommt ja aus dem klinischen Bereich. Vor 150 Jahren, wo es noch keine Antidiabetika gegeben hat oder Insuline etc., hat man ja diese entgleisten Stoffwechselstörungen durch Hafertage therapiert. Die Menschen sind in die Klinik gekommen. Die haben 3-4 Tage nur einen Haferschleim gekriegt, mit Wasser zubereitet und danach hat sich der Stoffwechsel wieder eingependelt. Damals hat man nicht gewusst, warum ist denn das also? Der war aber dann zumindest einmal für ein gutes Monat gut eingestellt wieder. Heute weiß man, dass dieser lösliche Ballaststoff aus dem Hafer die Beta-Zelle in der Bauchspeicheldrüse, aber auch unser Hungerzentrum im Gehirn neu ausreguliert und ausbalanciert. In Duett mit dem Inulin, also einem erlöslichen Ballaststoff aus dem Chicory oder Topinambur, wie man will, die machen auch ordentlich satt. Wenn sie den Drink trinken, haben sie keinen Hunger mehr. Das glauben wir ja die Menschen zuerst gar nicht. Die glauben ja nicht erstens, dass sie keinen Hunger mehr haben, die 14 Tage, aber das ist so, spätestens am zweiten Tag, dass so eine Portion Salat mit unserem Drink gerade den Damen auch zu viel werden kann, das glauben sie mir schon gar nicht. Aber es ist so. Natürlich ist am zweiten, dritten Tag der klassische Fastenkrisentag, da geht es schon rund. Ob das jetzt der Kreislauf ist, ob das jetzt vielleicht Kopfweh ist. Es triggert natürlich auch die Schwachstelle. Die wird da sichtbar. Wenn man gern an Kopfschmerzen leidet, dann kann das schon auslösen. Deswegen ist es ja betreut, dass man auf die Probleme erstens einmal hinweisen kann und wenn sie auftreten, dass man reagieren kann drauf. Und nicht einfach frei irgendwo zu kaufen, weil es kann heftig sein, bevor sich aber dann Vitalität und Leistungsfähigkeit wieder ausbreitet. Für viele Menschen ist es wichtig, dass sie ein bisschen Anleitung haben. Also das heißt, ich werde dann ausgestattet mit den Drinks, mit den Rezepten. Kochen werden sie mir wahrscheinlich nichts, sondern das werde ich nur selber machen müssen. Aber sie machen Messungen. Unser Konzept ist wirklich nach Punkt und Beistrich ausgetüftelt. Sie kriegen von mir Anleitungen verbal in der Betreuung durch die Unterlagen sehr einfach zu machen. Wie gesagt, Sie brauchen Gemüse und Salat, eine Milch zum Zubereiten oder einen Milchersatz für jene Menschen, wo Kuhmilch nicht funktioniert. Mehr brauchen Sie nicht dazu. Was mache ich jetzt? Ich kann über meine Körperzusammensetzungsmessungen und über Algorithmen sichtbar machen, wie geht es der Leber
Und das deckt sich im Regelfall mit der ärztlichen Diagnose. Ich betreue sie dann nachher auch weiter. Für wen kommt es denn in Frage? Für alle jene, die natürlich eine diagnostizierte Fettleber haben. Das ist klar. Ob das jetzt vom Alkohol ist, ob das jetzt von Medikamenten ist, ob das jetzt vom falschen Essen ist, oder, ja, das sei jetzt dahingestellt. Aber alle jene, die eine Fettleber haben und die sich darauf ableitenden Stoffwechselstörungen, wie einen zu hohen Blutdruck, wie einen zu hohen Zuckerspiegel, gerade Diabetes, der entsteht ja in der Leber, Gicht, Entzündungen, rheumatischer Formenkreis, hautnäckiges Übergewicht, ich habe eh schon alles probiert, aber ich kann nicht abnehmen, naja, dann liegt ja der Verdacht nahe, dass sich der Stoffwechsel irgendwie gegen sie schnellt und dann müssen wir die Handbremse lösen. Und das passiert mit dem Leberfasten. Für übergewichtige Menschen, die immer Hunger haben, die aufgrund von ihrer Insulinresistenz, ja, die brauchen die fünffache oder sechsfache Dosis, damit sie den Bissen Brot irgendwie verstoffwechseln können. Und durch diese überschießende Ausschüttung von Insulin entsteht dann Hunger, Hunger, Hunger. Die haben ständig Hunger, die Menschen, können sich aber nicht bewegen, weil vielleicht das Knie schon eine Arthrose hat oder es mein Beruf nicht zulässt. Für solche Menschen ist es natürlich auf den Leib geschneidert und natürlich der Startschuss, gegebenenfalls für eine nachhaltige Gewichtsreduktion, die wir ja dann weiter betreuen und versuchen, die Menschen dann umzustellen, vielleicht von einer traditionellen Tirolerkost zu einer mediterranen Kost, wo die Kohlenhydrate von mir angepasst werden, je nachdem, was macht der. Viel Sport, viel Kohlenhydrate, wenig Sport, wenig Kohlenhydrate, Flexi-Carb-Methode. Das sind die Programme, die ich nach dem Leberfasten anbieten kann, um wirklich versuchen, dass man dauerhaft den Menschen da die Hilfestellung geben kann, ohne zu hungern. Wir haben ja auch ein Gesundheitsportal, wo wir zwar in Kontakt bleiben können, auch wenn sie nicht bei mir da auf dem Stuhl sitzen, sodass wir, wenn sie jetzt in Kufstein sind oder in Landeck oder ich habe einen Kunden aus Südtirol oder aus Deutschland, ja, dass man so in Kontakt bleiben kann, um zu wissen, da ist noch jemand da, wenn es mal wieder nicht mehr ganz so funktioniert, was soll ich tun, wie komme ich denn wieder zurück in die Spur, ja, dass man da sich in entsprechenden Rat und Motivation holt bei mir. Das machen natürlich viele so. Wie oft haben denn Sie das Leberfasten schon gemacht? Naja, ich mache immer 14 Tage Leberfasten im Frühjahr. Bevor die Kekselsaison losgeht etc., da schaue ich, dass ich ein bisschen einen gesundheitlichen Vorsprung vor der Tradition bekomme. Schon sehr wichtig ist, wie geht man denn dann generell um danach? Wie kann man wieder die persönliche Balance finden? Die verändert sich im Laufe des Lebens und in der Lebensmitte dramatisch. Bei den Damen ja mehr als bei uns Männern ist vielleicht kontinuierlicher, aber da geht es ziemlich schnell, dass die Balance nicht mehr stimmt. Und damit meine ich im Stoffwechsel, damit meine ich mit der Figur, mit der Gesundheit. Und letztlich muss man wieder für die zweite Hälfte im Leben eine neue Balance finden. Was stecke ich sozusagen in mich hinein? Was esse ich, was trinke ich und was verbrauche ich wieder davon? Das verstehe ich unter der persönlichen Balance. Und die zu finden, da bin ich selber immer dran, was ist für mich das Beste, bis sich jetzt so bei vielen Menschen auch einschleift. Die machen am Montag am Fastentag. Da starte ich meine Woche alkoholfrei, da starte ich meine Woche wieder zuckerfrei. Von Montag bis Donnerstag schaut man, dass man da in der Balance bleibt. Und am Wochenende, wenn wir eine Bergtour machen, wenn wir Sporteln gehen, dann steht ja die ganze breite Palette der Nahrungsmittel wieder offen. Viele sind dann wieder erstaunt darüber, wie sensibel man mit sich selber sein kann, Geschmacksempfinden, Geruchsempfinden. Wenn du an dem Glas Wein riechst, dann denkst du, wow, die Nuancen, die habe ich nicht einmal mehr gerochen. Und der erste Schluck Wein nach 14 Tagen, das erinnert dich an deinen ersten Schluck mit, ich weiß nicht, 13, 14, 15 Jahren. Man fühlt sich wirklich danach frischer. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig frischer, wenn man das auch geschafft hat. Und dann wirklich merkt, wie gut man schlaft wieder, wie ruhig, wie gelassen man wird, auch gegen Probleme, die an jeden tangieren. Das fasziniert schon. Eine Frage muss ich Ihnen unbedingt noch stellen, obwohl es sollte nicht das Wichtigste sein beim Leberfasten. Wie viel kann man denn abnehmen? Dass man dabei statistisch im Mittel 4,5 Kilo abnimmt, ist für mich eine angenehme Begleiterscheinung. Aber das ist für mich noch nicht so der erste Gedanke. Für mich ist es wichtig, dass ich sie unterstelle in die ersten 14 Tage von Zuckerverbrennen in die Fettverbrennung, dass danach überhaupt der Weg offen ist für die Menschen, die abnehmen wollen. Nachhaltig abnehmen zu können. Ich stelle die, die das wollen, um am 15. Tag in unser Bodymed-Gewichtsreduktionsprogramm. Wirklich schon über Jahrzehnte erprobtes medizinisch-wissenschaftliches Konzept. Und da klappen dann so ein halber Kilo bis Kilo Fett in der Woche.
da folgt dann wirklich die Gewichtsreduktion. Das heißt, Leberfasten als Start für eine Gewichtsreduktion. Aber für die meisten Menschen ist es ja so, die spüren, dass wir uns ja wirklich ums Bauchfett kümmern, um die Taille. Leberfasten nach Dr. Wurm macht ja Folgendes: Es aktiviert unser gutes Cholesterin, dieses HDL. Die Leber aktiviert es. Das Cholesterin wird ja von der Leber gebildet, schickt es in den Körper raus und holt das Fett wieder retour aus der Bauchhöhle, die Ablagerungen in die Gefäße, um es in der Leber wieder zu verbrennen. Das heißt, natürlich misse ich ihr Gewicht, aber mehr Fokus richte ich auf ihren Bauch. Also bei den Männern auf den Bauch, bei den Damen auf die Taille. Das ist der wesentliche Punkt. Wenn die Taille modelliert, wenn der Bauch schwindet, dann weiß ich so insgeheim, es funktioniert. Ich sehe, dass der Stoffwechsel die richtige Richtung, die richtige Ausfahrt nimmt. Da brauche ich noch kein Blutbild dazu. Das ist mir schon klar, einzig und allein über den Risikofaktor Bauch. Die 14-tägige Leberfastenkur ist übrigens nach dem deutschen Ernährungswissenschaftler Dr. Nikolai Worm benannt, der auch als Begründer der LOGI-Methode, einer kohlenhydratreduzierten Ernährungsform, gilt. Drinks, Rezepte, Maßband-Shaker und 3 Beratungsgespräche mit Fachmann Jakob Moncher kosten 259 Euro. Ein Start ist jederzeit möglich. Ob es einem das Geld wert ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Der Apotheker hält es dahingehend mit Harley Davidson. Die haben auf der Homepage stehen, wir verkaufen ihnen ein Lebensgefühl und schenken ihnen ein Motorrad dazu. Und ich sehe das auch so. Ja? Ich verkaufe ihnen ein neues Gesundheitsgefühl, ein Lebensgefühl und schenke ihnen 3 Dosen dazu und das Ganze kostet 259 Euro. Wenn der Moment für den Menschen gekommen ist, den spürt er selber. Es gibt Menschen, denen ist es wichtig, dass der Mond auch gleichzeitig abnimmt in der Phase. Und dann werde ich gefragt, du, wie siehst du das? Ich kann nur sagen, ich habe mindestens gleich viele Menschen, die bei zunehmendem Mond abnehmen. Das hält sich ja auch die Balance. Aber wenn es dem Betroffenen wichtig ist, dann sei es ja so. Wichtig ist, dass man diese Ruhe findet, diese 14 Tage. Es ist ja immer irgendwas. Und deswegen ist es wichtig, den Moment zu erwischen, wo ich mir selber denke, so geht es nicht mehr weiter. Ob der Moment im Frühjahr ist, ob der Moment im Herbst ist oder im Sommer oder im Winter, das ist vollkommen egal. Hauptsache der Moment kommt irgendwann. Die meisten, die dann nach der ersten Besprechung bei mir wieder rausgehen, die sagen, jetzt freue ich mich drauf.